Freunde, was geht ab? Willkommen zu einem neuen Video hier auf diesem übertrieben freshen und knackigen Kanal, den ihr schon längst abonniert haben solltet, weil die Videos einfach fresh sind. Freunde, was geht ab? Wir reagieren heute auf ein TikTok-Battle zwischen 4seven und Noah Riega. Ich hoffe, ich habe den Namen richtig ausgesprochen. Und ich freue mich sehr darauf zu reagieren, Freunde. In den letzten Wochen habe ich schon den einen oder anderen Ausschnitt auf jeden Fall auf TikTok gesehen, auf jeden Fall. Das Ganze sehr, sehr viral ging auf jeden Fall. Und viele haben mir auch geschrieben, dass ich mal drauf reagieren soll. Leider gibt es kein gesamtes Video davon. Dementsprechend habe ich von Noah Riega, sein Kanal ist leider offline gegangen. Danke an der Stelle, der mir die Clips hier zur Verfügung gestellt hat. Über Instagram hat er mir alles gesendet. Vielen, vielen Dank dafür. Und bei 4seven habe ich mich auf jeden Fall auch an den Clips bedient, Freunde. Und dementsprechend werden wir jetzt hier darauf reagieren. Auf jeden Fall. Ich freue mich auf jeden Fall, Freunde. Ich würde sagen, wir gehen rein und gucken uns das an. Let's go. Euch dichtest, das ist noch zuerst der Sein. Du willst mich dissen? Diss mich. Ich habe Kontakte, ich habe Rap-Kontakte. Ich kann sofort, wenn ich will, ich... Aber okay. Ey, zuerst, er sei so ein geiler TikToker, ne, ehrlich. Ich mag den unnormal, ich gucke den auch privat sehr, sehr gerne. Sehr, sehr humorvoll. Mhm. Aber ich weiß gar nicht, wie das zustande kam, dass der zuerst der Seid ist. Ich glaube, Noah Riega hat ein paar Leute gedisst auf TikTok. Einfach so. Ja, oder er hat irgendwas mit Z gemacht, oder mit, weil da war ja auch ein Z. Okay. Ne? Also nach Buchstaben vielleicht irgendwas gerappt. Ah, ne? Das kann sein, ja. So. Ja. Und dann hat quasi zuerst der Sei sich eingemischt, beziehungsweise dieses Duett gemacht und gesagt, komm, diss mich, Jalla. Ja, ja. Weißt du, ich habe viele Freunde, die sich einmischen. So. Und so hat sich dann wahrscheinlich auch 4seven eingemischt. Kann sein, ja. Ne? So. Okay, jetzt gucken wir uns den Diss gegen zuerst der Sei an. Mach mir nicht auf Rick Ross, bist dort wie Rapper Mittwoch. Ich setz Akzente wie deine Videos auf TikTok. Keine Angst, hab dich immer noch gern. Wir sind wie deine Zähne, Bro, sind uns nah doch so fern. Okay. Das geht jetzt an zuerst der Sei. Wurde es noch nie gedisst, dann werde ich da zuerst der Sein. Okay, schönes Wortspiel. Okay, nice. Aber auch wie der das gesagt hat, du bist jetzt out wie Rap am Mittwoch. Ja. Ist jetzt mehr oder weniger out, ne? Ist nicht mehr das, was es einmal war, natürlich nicht mehr. Ja. Liegt auch wahrscheinlich mehr daran, dass die Quarantäne, dass der Lockdown jetzt gerade ist und dass die nicht mehr aufnehmen können und blablabla. Rap am Mittwoch gibt's ja sowieso nicht mehr, es ist ja Takeover inzwischen. Ich weiß, aber trotzdem so im Großen und Ganzen das ganze Konzept. Zeit, wurdest noch nie gedisst, dann werde ich dazu erster sein. Du wurdest noch nie gedisst, dann wirst du jetzt zuerst der... Dann bist, ja, genau, so auf seinen Namen basiert. Ja. Richtig geiles Wortspiel auf jeden Fall. Du hast Glück, denn es könnte auch viel schlimmer kommen. Der Schnee von gestern, wir pfützen in einem Wintermorgen. Okay. Ah, okay. Und jetzt kommt 4seven. Richtig. Er verteidigt hier oder mischt sich hier ein für zuerst der Sei richtig, quasi. Richtig. Mit zuerst der Sei hat er gesagt, ich habe viele Kollegen im Rap und wahrscheinlich so. Wahrscheinlich ist das einer der Kollegen. Komm, hat er gesagt. Und jetzt kommt hier 4seven. Ja. Ich glaube, beide kommen auch aus Krefeld. Ne, 4seven, 4seven kommt, aber woher zuerst der Sei kommt? Ich glaube, er kommt auch aus Krefeld, Digga. Kann das sein? Das weiß ich nicht. Okay, wir gucken, let's go. Ich verteidige zuerst der Sei, denn ich helfe meinem Bruder in seiner schwersten Zeit. 4seven, denn ich nur dick als Sprumme mit Blutschläger, denn ich nütze No Raker so wie Kollega. Boah, schon Digga. Geil, Digga. Ja, ist schon geil. Alter. Ja. Warum sieht No Raker aus wie ein Selbstträger und männliche Version von Shisha bei Endgegner? Du bist meine Bitch, du Superstar-Clown und ich schlag meine Frau so wie Kuchen TV. Das kann passen, Digga. Und ich schlag meine Frau gestrikt. Wie Kuchen TV. Das ist gestrikt. Das kommt so passend zu der Zeit, ne? Ja, wirklich. Scheiße, Alter. Nice. Ich habe noch nicht angefangen, du bist am Ende. In dir waren mehr Kanacken drin als ein paar Angels. 7 Jahre auf der Bühne, ich bin Hip-Hop und du bist kleine Mädchen bei TikTok. Oh, nice, Digga. Aber ich muss sagen, die Line mit du bist, in dir waren mehr Leute drin. Ja, richtig. Die Line bringt er schon gerne, ne? Das ist halt eine Line, die inzwischen sehr, sehr ausgelutscht ist. Die hat er auch mit Wellenstein gebracht. Gegen Noah. Im Battle Rap, muss man sagen, ist diese Line einfach schon inzwischen ausgelutscht. Ja, aber der hat die schon öfter gebracht. Ja, ja, safe. Deswegen sage ich ja ausgelutscht, weil man die so oft gehört hat, Digga. Aber so. Auch schon geile Runde von 4seven. Ich muss aber auch an der Stelle sagen, egal wie das Ganze ausgeht, ob Noah besser ist oder 4seven, an beide Props. Ja. Ne? Die bringen die und die bringen die Plattform auf eine andere Art und Weise zum Leben, nicht nur durch dieses Cringe und bla bla bla. Ja. Das ist wirklich
Talent der, und Unterhaltung, Digga. Und Unterhaltung, ja, der wertgeschätzt werden muss, ja, und nicht nur so, so durch Cringe oder durch hier Haut zeigen, bla bla bla. Ja, ja. Das ist wirklich Unterhaltung. Ja. Geile erste Runde auf jeden, auf Fall. Jeden Fall. Jetzt gucken wir uns die zweite an. Du willst mich dissen und ich habe dankend angenommen. Du nennst dich 4-7, endlich triffst du deine Number One. Ich weiß, dass ich Pelz trage, beide sind Pastellfarben. Okay. Du schlägst Frauen, also müsstest du dich selbst schlagen. Oh, okay. Geil. Oi. Ich sag dir, wie es ist, das ist doch Unterhaltung, das die man sehen will, geil, auf TikTok, ne? Das und ist geil. Stell mal vor, du wartest auf TikTok auf den nächsten Clip von diesem, ja, TikToker. Ja, ja. Das ist auch mal was Neues. Ein, so, Schwarz auf ein neues YouTube-Video oder vielleicht ein Insta-Clip oder so. Ja. Aber dann, boah, das ist schon geil. Das ist schon echt geil. Sehen sie dich nackt, lassen sie dich im Stich. Denn das Einzige, was bei dir gerade real ist, bin ich. Oh, nice. Nice Doppeldeutsch. Ja, Mann. Von mir an das andere Ufer geschickt. Denn ich bin nicht Kollege Signing, der nur zuhört und nickt. Auf das Wette zwischen 4-7 und Lorch. Geil. Alter. Ich könnte ewig lange fortsetzen. Lass mal diese Wortwechsel. 4-7, versuch es mit Battlen auf den Dorfplätzen. 7 Jahre Bühne, dich hat keiner entdeckt. 7 Jahre Bühne wird zerstört von einem Jahr Rap. Boah, stark. Stark, geil. Alter, das am Ende war mal eine passende Antwort, Digga. Das war nice. Mal schauen, was 4-7 dazu sagt. Let's go. Es kann doch nicht so schwer sein, von Battlen bist du sehr weit. Du lebst noch hinter Mond, Sternzeichen, Triple R sein. Sperr dich in dein Minibus, bei dir krieg ich noch den Intus. Ich seh die Number One, wenn ich einfach in den Spiegel guck. Ey, okay, geil. Was ich sagen muss zu den Stimmen, zu den beiden Stimmen. Ja. Ne? Ich finde, bei einem 4-7 ist einfach mehr Druck hinter der Stimme. Es ist halt seine Stimme. Ne? Also, seine Stimme ist einfach viel, also beide haben eine geile Stimme zum Rappen, muss man sagen, aber bei einem 4-7 einfach, wenn der rappt, du hörst automatisch zu, weil seine Stimme übertrieben hart klingt. Es ist so ernster, ne? Es ist viel, viel ernstzunehmender, ja, so muss man sagen. Und für Battle Rap einfach perfekt, Alter. Finde ich auch, ja. Er battelt nur auf TikTok, denkt, er ist ein guter Rapper. Doch in Wirklichkeit ist nur Reagger, nur Reactor. TikTok-Rapper gehört ab jetzt zu deinem Kosenamen, denn wegen dir krieg ich mehr Strikes als auf der Bowlingbahn. Deine Seele wird genommen. Du siehst aus wie Elias im Barek, die Eselversion. Geil. Nice. Ey, geile Unterhaltung bis hierhin, wirklich richtig geil. Okay, wir machen weiter. Du wirst im Battle Rap gequält und von 4-7 so zerlegt, bis du dein Tod vortäuscht wie Barello sein Krebs. Oh. Hast du das mitbekommen? Ja, mit Barello? Auf jeden Fall. Ono Can hat ihn gut auseinandergenommen. Ono Can nimmt alle TikToker auseinander. Muss man sagen, Alter, okay. War auf jeden Fall eine ehrenlose Aktion. Auf jeden Fall. Aber hier eine geile zweite Runde, die wir bekommen. Safe. Erste, zweite Runde war auf jeden Fall geil. Wie sollen wir es machen? Sollen wir am Ende abstimmen, für wen wir stimmen würden, wenn wir alles gesehen haben? Ja, alles. Safe. Ja? Ja. Okay, machen wir so. Weil das ist ja so, das gehört alles mehr oder weniger zusammen, weißt du, deswegen. Okay, dann gucken wir uns jetzt Runde 3 an. Let's go. Du bist erneut und du willst dir damit Hype aufbauen. Es gibt nichts geschenkt, ich disse dich vom zweiten Count. Hüte deine Zunge, mein Sohn, denn du siehst so aus wie Jackie Chan in Hundeversion. Geil gekontert, Digga. Nice gekontert. Auch mit dem Photoshop, mit der Photoshop-Einblendung, weil bei dem anderen war das ja auch, bei 4-7 vorhin. Geil, Alter. Gut gekontert, richtig, Digga. Gut. Hab dich in der ersten Runde verschont. Ich gebe dir zwei Fakten. In dir sind mehr Kanaken als in Polizeiakten. Kein ja, okay. Auch wieder dieses in dir sind mehr Kanaken. Aber der hat wirklich so das mit dem Hunde-Clip genommen. Ja. Und auch mit der Kanaken-Line hat der auch genommen. Und auch so in seiner Art und Weise verfeinert, sag ich mal. Auf jeden Fall gut gemacht. Gut Konter auf jeden Fall gerade drin. In Augenhöhe, denn ich dominiere den Gag. Und sehe nur zwei Striche wie ein positiver Test. Oh. Okay. Okay. So gut war ich mit 24-7. Ab jetzt ist ich dich 24-7. Jetzt hat der Kumpel gebrochen. Schaust du in den Spiegel, ist es so, als wenn du jeden Tag nur durch ein Schlüsselloch kommst. Geiler Gegner bist du doch, ne? Aber Noah ist schon. Boah, Noah ist schon stark, ne? Er ist echt stark. Also ich muss schon sagen, ehrlicherweise, ich kenne ihn halt jetzt nur durch TikTok, ne? Mhm. Muss ich halt zugeben. Ja. Aber das, was man von ihm hört, ne? Ja. Heftig krass. Er ist ja auch bekannt geworden durch TikTok. Ja, ja, aber Respekt, also der hat auf jeden Fall Talent und ich hoffe, da kommt auf jeden Fall noch mehr in Zukunft. Ja, er hat auch schon ein, zwei Songs auf jeden Fall released, die ich mitbekommen habe. Du bist im Schussvisier, auf dich kommen Patronen wie auf Druckpapier. Es ist beendet, das Game ist jetzt over. Dein Anfang und dein Ende wurde geprägt von einem Boah, das ist eine geile Line. Okay. Das ist eine geile Line. Dein Anfang und dein Ende wurde geprägt von einem Noah. Noah, gegen den er gebettet hat, quasi sein Anfang und hier sein Ende von Noah, richtig, der sein Ende hier bringen will. Richtig geile Line, Alter. Geile Line, nice. Nur Jäger, ich sag es dir und auch deiner For You-Jugend. Ich hatte Hype, da warst du noch in der Berufsschule. Schick dein Streuhund direkt heute zum Deutschkurs. Jeder weiß, ich hab mehr Reichweite wie ein Leuchtturm. Digga. Das ist aber auch schon richtig geil gemacht. Dieser Beat ist so episch, ne? Aber das wollte ich gerade erwähnen. Der Bruder hat sich richtig Mühe gegeben für nur, in Anführungsstrichen, einen TikTok-Clip, ne? Und ey,
was hat er gerade gesagt? Ich habe mehr Reichweite wie ein Leuchtturm. Ja. Zum einen dieses mehr Reichweite, ne, ist klar, aber mehr Reichweite wie ein Leuchtturm, also Meeresreichweite. Ja, ja, ja. Auf dem Meer, das ist geil, Digga. Nice Doppeldeutigkeit, geile Line. Das ist ein echtes Rap-Battle, hier blamierst du dich. Bin wie die Haare von Max Emre, mich rasierst du nicht. Rieche die Angst, du wurdest niedergebrannt. Bist so oft in meinen Kommentaren, ich muss Miete verlangen. Alles kommt zurück, ich merke, dass du Schiss hast. Ich bin Karma für all die Leute, die du gedisst hast. Boah, Bruder, das ist so geil, ne? Ey, der Beat ist aber auch schon unfair, ne? Der ist schon unfair, Alter. Der Beat macht vieles aus. Ich muss schon sagen, hätte 4-7 anderen, wie wäre das jetzt? Vielleicht auch krass, aber nicht so krass. Ja. Der Beat ist schon unfair, Digga. Der Beat ist schon... Das ist Game Changer, ja, der Beat, safe. Digga. Weil du so verdorben bist, erlebst du nicht das Morgenlicht. Noah, der Typ, der zweimal gestorben ist. Noah, der Typ, der zweimal... Ja. Auch wieder bezogen auf die Line von Noah quasi. Ne, auf einmal das auf den und einmal auf den anderen Noah. Richtig geil gemacht, Digga, nice. Deine Diss-Tracks gegen mich, die waren doch länger geplant. Ganze drei Runden kommst du auf einen TikTok-Rapper nicht klar. Deine Bühnen-Battles hatten einen Nebeneffekt. Du zogst mir kriege Gagen, nur deine Ehre in Dreck. Was für Hype, ich sage dir die Wahrheit, Mann. Ich war Berufsschüler, da warst du noch beim Arbeitsamt. Um mich zu zerstören, musst du dich in Zeug legen. Ich bin zweimal gestorben, doch bin wie eine Katze, denn ich hab neun Leben. Lass mal sein, du... Haben Katzen nicht sieben Leben? Katzen haben sieben oder neun Leben, ist doch scheißegal, Digga. Aber man sagt doch, Katzen haben Sinn dahinter. Ja, normal, aber... Ja, ich verstehe das, was du sagst, aber Katzen haben doch trotzdem sieben Leben. Ja, jetzt hast du mich auch verunsichert. Kann sein, dass es sieben Leben ist und der Bruder sich vertan hat oder wir vertun uns, egal. Aber wir verstehen, was er sagen will, und das ist geil, Digga. Ist ja nur Spaß an. Bester Macho der Stadt, nur mein Name hat dir 14.000 Labos gebracht. Okay. Krass. Ich hab was im Kopf wie Einhörner, lass mal diese Reizwörter. Du bist wie ein Telefon, Dicker, denn du hast einen Hörer. Das ist das Finale, Gehmeier Kelt. Dass man dir die Augen nicht öffnen kann, das versteht sich von selbst. Ich weiß, du willst genauso werden wie ich. So oft auf deinem Profil, mittlerweile bin ich schon dein Werbegesicht. Oh, nice. Geil, Junge. Sehr geil. Richtig geil bisschen. Und das war auch die letzte Antwort von Noah gegen 4-7. War ein geiles Battle. Auf jeden Fall im Großen und Ganzen von beiden, aber von egal wie die Leute draußen sagen, der war besser, der war besser. So. Oder egal, was wir sagen, von beiden wirklich an beide Props, dass sie so die Plattform am Leben halten. Schreibt gerne auch in die Kommentare, wen ihr besser fandet, beziehungsweise wer für euch gewonnen hätte das Battle. Ich gehe mal stark davon aus, dass vor allem ein 4-7, er hat ja einfach in diesem Battle-Rap-Kosmos hat er einfach eine größere Fanbase und eine stabilere Fanbase. Ja. Gehe ich jetzt mal von aus. Und dementsprechend denke ich mal, dass viele in den Kommentaren für 4-7 sein werden. Mhm. Aber wenn man sollte das auch versuchen, rein objektiv zu betrachten. Aber dennoch würde ich sagen, 4-7 hat das Ding hier gewonnen. Meinst du? Meiner Meinung nach. Ich würde das Ganze an Noah geben. Echt? Ja. Warum? Ich fand so diese ganzen Sachen mit 24-7 und diese ganzen Lines, die er von 4-7 genommen hat und dann auf seine Art und Weise besser gemacht hat. So fand ich im Großen und Ganzen besser. Ne? Ja. Muss ich schon persönlich sagen. Ja. 4-7, klar, ist und bleibt eine Battle-Rap-Legende, ne? So oder so. Aber ich würde das Ding trotzdem an Noah geben. Ja? Ne? Definitiv. Ich muss dir zustimmen, bei einem Noah war auf jeden Fall mehr Kreativität. Er hat viele Doppeldeutigkeiten und so weiter gehabt. Aber ein 4-7 beispielsweise, wenn er anfängt zu rappen, der bleibt direkt im Kopf. Ja, weißt du, was ich meine? Das stimmt. Und du hast es gerade schon angesprochen, seine Beats waren einfach diese Game-Changer, Digga. Dieser Beat, den er am Ende geklappt hat, der soll einen Song damit kriegen, Digga. Ist wirklich so, einfach krass. Ja. Hat auf jeden Fall sehr viel Spaß gemacht, darauf zu reagieren, Freunde. Ich hoffe natürlich, euch hat es auch gefallen und ihr lasst diesem Video ein Like und ein Abo, dann würde uns auf jeden Fall übertrieben freuen. Und ich würde sagen, sehen uns im nächsten Video wieder. Haut rein. Ciao, ciao.